Ja, Frau Dr. Hagschneider, schön, dass Sie sich wieder Zeit für uns genommen haben. Wir sind ja hier wieder bei Ihnen hier in der Sonnenapotheke in Zeitz und wir haben uns heute Vitamin D rausgesucht. Ja, was bedeutet das jetzt, Vitamin D? Wozu brauche ich Vitamin D? Ja, der Mensch erlebt gern sonnige Zeiten, damit im Prinzip er sich wohlfühlt, die Seele Balsam hat und auch der Körper. Das Vitamin D wird auch so umgangssprachlich als Sonnenvitamin bezeichnet, hat ganz viele wichtige Funktionen im Körper und gehört wie 40 bis 50 andere Vitalstoffe, die wir hier teilweise auch schon mal besprochen haben, zu Substanzen, die der Organismus braucht, damit alles rund läuft, damit wir uns wohlfühlen, unseren Alltag gut meistern können. Die Quellen für die Bereitstellung sind natürlich die Nahrung. Allerdings gibt es bei den Nahrungsmitteln, die enthalten also relativ wenig Vitamin D. Dazu zählen fetter Seefisch, Avocados, einige andere Gemüse, einige Pilzarten, Fleisch, Milchprodukte. Die wichtigste Quelle allerdings ist das Sonnenlicht. Also es sind bestimmte Teile des Sonnenlichts, also UVB-Strahlung, die uns Leuten allen über dem 40. Breitengrad in dem Winterhalbjahr eigentlich nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Das heißt, der menschliche Organismus kann, wenn UVB-Strahlung in einer bestimmten Intensität auf die Haut, auf die nackte Haut auftrifft, bildet der Körper eine Vorstufe des Vitamin D. Die wird dann in die Leber transportiert und dann schlussendlich in die Nieren, wo eine Speicherform entsteht, die auch die biologisch aktive Form ist und die dort so doch bis 3 Monate verbleiben kann. Aber wenn wir sagen, Ende Oktober, letzte Einfuhr, 3 Monate, da sind wir jetzt lange drüber. Das heißt, jetzt wäre die einzigste Möglichkeit, dann Nahrungsmittel und das reicht nicht. Sie wollten wissen, was Vitamin D für uns tut. Ist ganz wichtig, das wissen wahrscheinlich die meisten, denken daran an Knochen. Gesunde Knochenfunktionen, gesunde Zähne, auch gesunde Muskulatur. Ein gut funktionierendes Immunsystem hat auch ganz viel mit Vitamin D zu tun. Und ganz wichtig, das ist notwendig, um Kalzium aus der Nahrung gut aufnehmen zu können und auch zu verwerten im Organismus. Das heißt, wenn ich aufgrund von schon Knochenvorerkrankungen Kalzium mir zuführe und zuführe, nützt mir das gar nichts, wenn ich kein Vitamin D adäquat zur Verfügung habe. Hilft mir denn eigentlich dann, wenn ich ins Solarium gehe? Also ich meine, man könnte auf den Gedanken kommen, das ist die Krux, die wir sowohl im Sommer haben als auch im Winter. Das heißt, im Sommer, also sag ich mal ab Mitte April, 15 Minuten, 20 Minuten, freie Arme, vielleicht auch noch Beine, dann reicht aus, um diese Vorarbeit zu leisten. Im Winter haben wir das nicht. Solarium wäre eine Möglichkeit. Wir wissen gleichzeitig sowohl im Sommer als auch im Winter übermäßige Exposition oder Aussetzung dieser Einstrahlung ist auch wiederum verbunden mit einem erhöhten Hautkrebsrisiko. Es ist also eine Gratwanderung, ja? Also ist es doch dann einfacher, nach einem Mittel zu greifen, um mir das zuzuführen. Kann ich auch einen Schaden anrichten? Kann ich überdosieren? Ich kann mit allen ja überdosieren. Kann mir das jetzt, wenn ich Vitamin D mir zuführe, auch passieren? Theoretisch, rein praktisch schaffen sie das nicht, weil wie gesagt, es sind große Teile der Bevölkerung nicht optimal versorgt, vor allen Dingen in den Wintermonaten. Es ist ein fettlösliches Vitamin, das heißt, eine Überdosierung ist theoretisch möglich, aber praktisch sind uns solche Beispiele nicht bekannt. Oh, dann kann man ja eigentlich abschließend sagen, Vitamin D ist wichtig, ist sehr wichtig, und es grenzt kein Alter ein. Also von klein
Ich würde mal sagen Kleinkinder, oder? Ja, schon. Also Säuglinge würde ich jetzt wahrscheinlich mal nicht nehmen. Aber vom Kleinkindalter an bis ins hohe Alter, ist das so richtig? Ja, ist richtig. Ja. Na, denn sie, wie gesagt, Mangelerscheinungen äußern sich je nach dem Schweregrad. Kann losgehen mit Müdigkeit, auch mit depressiven Attacken, mit einer erhöhten Infektanfälligkeit. Das sind alles Dinge, die nicht jedem hier total fremd sind, unabhängig auch von der Alterssituation. Und es gibt auch natürlich eine Reihe von Medikamenten, die einen solchen Vitamin-D-Mangel befördern. Dazu zählen zum Beispiel auch so Mittel, die man bei Entzündungen einnimmt. Ich sag mal, Cortisonpräparate so schlechthin, die ja auch zum Beispiel in Asthmasprays enthalten sein können. Also das sind schon Sachen, die nicht jeder Hundertste oder so über sich ergehen lassen muss. Und es ist halt einfach einfach auch dann, zumindest im Winter über, sich ein solches Produkt mal zu gönnen, um einfach vorzusorgen für ein gesünderes Alter oder eine gesündere kommende Zeit. Das ist richtig. Ich hatte zwar gesagt, das war meine letzte Frage, ich habe doch noch eine Frage. Und zwar, ich sehe dann gerade Vitamin D, ich kann aber auch, dann gibt es Magnesium, was man nehmen sollte, Calcium, so. Wenn es gemischt ist, macht das einen Sinn oder sollte man alles einzeln nehmen? Gute Frage, weil Vitamin D alleine nützt Ihnen auch nichts. Sie brauchen eine adäquate Magnesiumversorgung dazu, das befördert sich gegenseitig. Ansonsten kann das Vitamin D nicht in diese Speicherform letztendlich umgewandelt werden. Und Sie brauchen auch noch ein, eigentlich bei noch höher dosierten Vitamin D-Zufuhr auch noch ein anderes Vitamin, das Vitamin K2, was verhindert, dass durch die Calcium-Bewegungen im Körper dann ist das frei zirkulierende Calcium dann sich nicht als Plaques auf Gefäßen ablagert, was ja auch nicht wünschenswert ist und dann eine Arteriosklerose befördern könnte. Effektiv wäre eine Einnahme nicht als Tablette, sondern als Tropfen, wo man das Vitamin D, ist ja ein öliges Vitamin, einfach über die Mundschleimhaut 1, 2, 3 Tropfen am Tag über die Mundschleimhaut also über den Mund zuführt und dann im Mund möglichst eine Weile verweilen lässt. Das ist im Prinzip die Möglichkeit, dass es also die größten Teile davon auch aufgenommen und verwendet werden können. Ja, im Vergleich zu einer Tablette, die durch den Magen-Darm-Trakt muss und Verluste vorprogrammiert sind. Auch sehr sinnvoll wäre noch die Einnahme abends. Eindeutig die Einnahme abends. Ja, wirkungsvoller als irgendwie mal zwischendurch. Was die Zuschauer jetzt gehört haben, war vielfältig. Am besten ist es, sie kommen in die Apotheke und lassen sich ganz einfach beraten. So ist es doch, ne? So ist es. Wen es noch interessiert, es ist natürlich jetzt, wenn Sie so neugierig geworden sind, dass man sagt, ich möchte einfach mal so einen Status quo. Ich möchte gerne mal wissen, wie sieht es mit meiner Vitamin-D-Versorgung aus? Kann man in der Arztpraxis messen lassen, das ist aber keine Kassenleistung. Das heißt, der Arzt wird Ihnen dafür etwas berechnen. Wir sind ja auch ein Serviceunternehmen, was so eine Analysenmethode anbietet. Und wenn man eben sagt, ich möchte auf diese Euros verzichten, kaufe mir lieber ein Produkt, also ein Vitamin-D-Produkt, dann ist im Prinzip das im Winterhalbjahr gut investiertes Geld. Und da beraten wir Sie sehr gern. Dankeschön, Frau Dr. Hagschneider.